Das Ding ist, Leute, ich bin ganz ehrlich, eigentlich wollte ich hier so eine Art Road to 1-Million-Format machen. Das funktioniert jetzt leider aber doch nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich angedacht habe, weil halt super viel dazwischen gekommen ist. Ihr kennt das, Leute. Ich bin jetzt morgen spontan dann doch wieder in Berlin und die nächsten 3 Tage danach auch noch komplett verplant. Da kommt noch das ein oder andere Projekt auch noch auf euch zu, was ihr bald schon sehen werdet. Viel werde ich dazu noch nicht sagen, aber da wird auf jeden Fall was kommen, Leute, was noch sehr, sehr viel Aufwand auch für mich bedeutet. Und deswegen kann ich diese Sache leider nicht mehr so ganz durchziehen. Und Leute, zieht's euch mal rein. Es sind gerade in dem Zeitpunkt 992.098 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, es fehlen noch unter 8.000 Leute bis zu 1 Million. Und ehrlich gesagt, ich bin einfach, keine Ahnung, ich bin richtig aufgeregt. Ich traue mich gar nicht, irgendwann diese 1 Million zu knacken, weil das irgendwie, das ist einfach so eine große Zahl. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist einfach, es ist eigentlich nur eine Zahl. Und bei den anderen Sachen, ob es jetzt immer 600.000 war, ich habe irgendwie nie Specials gemacht oder so. Und eigentlich gebe ich da nicht so viel drum, aber diese 1 Million, die muss man schon sagen, das ist einfach schon eine heftige Sache. Und eigentlich kann ich es ja jetzt auch loswerden, Leute. Dieser Platz hier oben, der Platz hier oben, den ich noch freigelassen habe, den habe ich ja natürlich mir schon so ein bisschen durchdacht. Aber da habe ich bislang noch nichts gemacht und das liegt so ein bisschen daran, Leute, dass da irgendwann, wenn es denn da mal soweit ist, der 1-Million-Play-Button hängen soll. Und ich würde sagen, damit wir das Ziel auf jeden Fall vor Augen haben, werde ich mir den jetzt irgendwie da einzeichnen. Genau den Ort, wo er mal hängen soll. Und Leute, wisst ihr was? Dafür klaue ich mir jetzt einfach mal den 1-Million-Play-Button vom Revi. Wo ist der? Er hat den doch hier irgendwo gehabt. Der stand doch hier irgendwo rum. Da, Leute, da ist er am Start. Warte mal. Ohne Witz, ne? Ey, das ist so das heiligste Ding ever. Und bei dem steht's hier unten übelst verranzt in der Ecke. Boah, Alter, ist ja schwer. Oh Gott, den kann ich ja gar nicht mit einer Hand nehmen. Alter, als ob. Oh, Junge, ist das krass. Oh, shit. Leute, ich bin damit einfach am Sturmwaffel vorbeigelaufen, als wenn nichts wäre. Er hat nicht mal rüber geguckt. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Okay, Leute, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das Ding so krass schwer ist. Also alle sagen ja immer, boah, der ist mega schwer, aber dass der so schwer ist, hätte ich echt nicht gedacht. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht irgendwie nach da oben halten oder so. Es soll ja nur ein kleiner Joke sein, dass ich mir den mal gerade rüberhole, weil ich will auf gar keinen Fall, dass da was drankommt. Also obwohl der jetzt da unten in der Ecke stand, bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Revi auch sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen werde ich jetzt natürlich kein Spürkiss damit machen. Ich werde ihn jetzt mal ausmessen und dann gucken wir mal, ob wir da die geeignete Stelle irgendwie an der Wand oben finden werden. Ich check einfach mal, wie groß das Ding ist. 56... 66? Okay, Leute, das Ding ist 56 mal 66 cm groß. Kann man sich also ziemlich gut merken. Das kann ich mir sogar merken. Und ich würde sagen, den bringe ich ganz schnell wieder zurück, bevor hier irgendwas mit passiert oder so. Der hat sogar unten an der Ecke, so einen kleinen Katschen drin, Alter. Ich würde richtig darauf achten, dass da kein einziger Kratzer reinkommt. Aber ich bringe den jetzt mal erstmal wieder rüber. Okay, ich glaube, ich würde ihn noch ein bisschen weiter nach rechts setzen. So. So, Leute, und das male ich jetzt mit Filzer an die Wand. So, Leute, die Stelle ist auf jeden Fall jetzt verewigt. Hier soll irgendwann der 1-Million-Play-Button hängen, Leute. Wie ich das jetzt mache mit dem Format, was ich eben angesprochen habe, was ursprünglich ein Road-to-1-Million-Format werden sollte, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das, sobald wir gemeinsam die 1 Million Abonnenten geknackt haben oder so, aber hier wird dann hoffentlich irgendwann der 1-Million-Play-Button hängen, Leute. Damit das passiert, würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ist natürlich wie immer Easy Take, Leute. Das wird auf jeden Fall mal ein krasser Moment werden, Leute. Und macht euch keine Sorgen, das ist nur Edding. Und wenn man hier raus muss, dann muss man ja sowieso eine ganze Wand wieder weiß streichen. Und letztendlich streicht man über den Edding genauso weiß drüber wie auch über das grau gestrichene. Deswegen wirkt das immer so krass, an die Wand zu malen. Aber letztendlich ist es eigentlich total egal. Man kann einfach drüber malen. Außerdem sieht es irgendwie krass aus. Und ist natürlich dann doch nochmal so ein kleiner Ansporn, dass hier dann irgendwann mal dieser 1-Million-Play-Button hängen wird. Und ich würde sagen, der wird sich auch richtig krass gut in das ganze Bild hier integrieren mit diesem braunen verranzten irgendwie, also mit diesen braun verranzten Obstkisten und dann auf einmal so ein ganz edler goldener Playbutton. Das wäre sehr nice, Leute, das wäre sehr, sehr nice. Aber Leute, ich traue mich noch gar nicht dran zu denken. Ich traue mich echt noch nicht dran zu denken. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und mich freut es natürlich, wie gesagt, immer sehr, wenn ihr das Leben nicht zu ernst nehmt und es Easy Takes taked. Und der Platz ist jetzt da oben eingerichtet. Das wollte ich sowieso schon mal machen. Revis Playbutton steht auch wieder heil drüben, Leute. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao!